Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal und auf meiner Terrasse. Mir war langweilig und darum habe ich mir ein neues Projekt gesucht. Und zwar ist es diesmal Rollerbladen. Wer hätte das gedacht? Ich habe auf meinem Kanal schon alles Mögliche gemacht. Ich bin Skateboard gefahren. Ich bin BMX gefahren. Und ich bin Scooter gefahren. Und das Rollerbladen ist sozusagen die letzte der vier großen Fun-Sportarten, an die ich mich noch nicht dran getraut habe. Das sollte ich jetzt ändern. Ich habe mir dafür einen Rollschuh, also Rollerblades gekauft, bestehend aus einem Boot, einem Stiefel alleine. Das ist der USD Sway, ein recht günstiger Einsteiger Inlineskate mit dem universellen UFS-Schienensystem. Das heißt, auf diesen Boot kann man alle möglichen verschiedenen Rahmen draufschrauben und dann verschiedene Rollen und Rollenarten fahren. Ich habe mir gecheckt. Ein Big Wheel Setup mit 4x80mm Rollen und superschnellen APEC 9 Kugellagern. Schaut dann so aus. Ziemlich cool, wie ich finde. Dann ein Aggressive Skate Flat Setup. Aggressive Skate sagt man, wenn die Leute mit den Skates springen oder grinden auf dem Randstein oder auf einem Stiegengeländer. Und Flat Setup bedeutet, dass alle vier Rollen den Boden berühren. Schaut dann so aus. Ebenfalls ziemlich cool. Und zu guter Letzt ein sogenanntes Anti-Rocker Setup. Da berühren nur die äußeren beiden Rollen den Boden und die inneren beiden sind steinharte Plastikwheels, auch kleiner, genau dasselbe Material wie der Rahmen. Und die machen das Grinden auf Randsteinen noch leichter, weil man nicht mit den inneren beiden Rollen hängen bleiben kann. Schaut dann so aus. Und mit diesen drei verschiedenen Rollensetups werde ich mich in die Welt des Rollerbladens reinstürzen. Ja, und für mein Rollerblading-Abenteuer habe ich mir eben vier Ziele gesteckt. Nummer 1 soll sein, mit den großen Rollen, mit dem Big Wheel Setup, fahren zu lernen, fahren zu üben. Ich will mich beim Fahren sicher fühlen, ich will bremsen lernen, vielleicht rückwärts fahren. Nummer 2 ist dann mit dem Anti-Rocker Frame, habe ich ja erzählt, der ist super geeignet zum Grinden lernen. Möchte ich zumindest zwei Grinds lernen. Ich habe mir da schon einige Kandidaten im Internet angeschaut. Drittens, ich möchte mit dem Flat Frame springen. Und dazu habe ich mir gedacht, ich möchte zumindest zwei Stufen runterspringen. Wenn ich mich drei traue, ist auch cool. Und ich möchte mich trauen, in einem Skatepark von einer Rampe ein Drop-In zu machen, also von einer Rampe runterzufahren. Und Nummer 4, ich möchte ein ordentliches Edit am Schluss machen von all meinen Rollerblading-Abenteuern und ein bisschen Musik drüber legen oder so. Das erste Ziel war erwartungsgemäß kein Problem. Ich hatte als Kind in den 80ern normale Rollschuhe und kann auch ganz gut Eislaufen. Nach ein bisschen Eingewöhnungszeit ist Inlineskaten nicht anders als Eislaufen. Fahren, bremsen, übersteigen, alles kein Problem. Und diese Big Wheels fahren sich echt spitze. Sogar kleine Offroad-Stücke und ganz mieser Asphalt sind überhaupt kein Problem.
Mein Highlight war aber der Nachmittagsausflug mit meiner Tochter. Kommt echt nicht oft vor, dass meine Tochter bei einem meiner Hobbys mitmischt. Ziel 1 geschafft. Für das Grinden habe ich mir ein kleines Practice Rail gebaut. Das ist ein einfaches PVC-Rohr auf einer Holzkonstruktion. Anti-Rocker fährt sich sehr seltsam. Durch die fehlenden Middle Wheels kann man nicht ordentlich drehen und fährt irgendwie wie auf Schienen. Zum Grinden sind sie aber wie gesagt die beste Wahl. Ich habe mir im Vorfeld natürlich 100 How-To-Videos auf YouTube angeschaut. Worauf ich aber nicht vorbereitet war, war die Angst. Ich habe mir tatsächlich ganz schön in die Hose gemacht. Aber diese Angst und sie zu überwinden gehört bei solchen Sportarten ja auch irgendwie dazu und ist auch irgendwie cool. Wachs darf auf so einem Rail natürlich auch nicht fehlen. Der erste Grind heißt Soul Grind. Ein Fuß auf der Sohle und der zweite im Groove zwischen den Rollen. Hat gar nicht so lange gedauert, bis ich tatsächlich gegrindet bin. Erst nur mit raufsteigen. Am zweiten Tag dann aber auch schon mit raufspringen. Der zweite Grind heißt Frontside. Da grindet man mit beiden Füßen am Groove zwischen den Rollen. Das habe ich zuerst auf einem nicht rutschigen Randstein geübt und dann erst am Rail. Der Frontside ist mir deutlich leichter gefallen als der Soul Grind. Ziel 2 geschafft. Den Teil mit dem Stufenspringen vom dritten Ziel habe ich tatsächlich schon am zweiten Tag beim Nachmittagsausflug mit meiner Tochter hinter mich gebracht. War ehrlich gesagt gar kein Problem. Ein bisschen schneller fahren und ein kleiner Hopser und schon ist man unten. Der Drop-in in die Rampe war da schon deutlich schwerer. Wie man sieht, fühle ich mich im Radius einer Rampe noch ganz und gar nicht wohl. Ich bin dann ein bisschen hin und her gefahren, aber viel besser ist es nicht geworden. Mit der emotionalen Unterstützung der Scooterväter im Skatepark habe ich mich dann aber doch getraut.
So, das war's auch schon wieder von meinen ersten 10 Tagen Rollerbladen und ich muss sagen, hat wirklich Spaß gemacht. Innenskaten ist sehr vielseitig, dabei nicht allzu schwer und auch noch familientauglich. Was will man mehr? Danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.